Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Videoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink Power Director in der Version 15. Heute geht es darum, das Werkzeug Bewegungsverfolgung sich im Detail anzuschauen. Was ist möglich? Wo sind die Grenzen? Wie wendet man es an? Und welche kreativen Möglichkeiten verbergen sich dahinter? Ich zeige euch mal schnell einen Ausschnitt, was ich meine. Hier geht es um den Audi, der hier vorne wegfährt und die Schrift verfolgt den Audi. Wie das geht, erkläre ich euch jetzt Schritt für Schritt. Dafür ziehen wir uns hier einen Clip auf die Timeline. Es macht natürlich nur da Sinn, diese Bewegungsverfolgung anzuwenden, wo ihr sie auch einsetzen möchtet. Deswegen schneiden wir uns jetzt hier ein Stück mal raus mit Entfernen oder hier sieht man auch die Tastenkombination, wie man das leichter haben kann. In dem Fall geht es ja Entfernen und Lücke füllen. Dann gehen wir noch mal ein paar Sekunden hin, bis hierhin. Markieren wieder den Clip, schneiden es, rechte Maustaste oder ich mache das über die Tastenkombination. Kein Problem. Jetzt habe ich diesen Clip, um den es geht, gehe auf Werkzeuge. Da haben wir dann Bewegungsverfolgung, ein neues Fenster öffnet sich. Und wir fangen mal an mit Schritt 1. Ich muss das Auswahlviereck um das Objekt genau platzieren. Je detaillierter ich das mache, desto leichter ist es dann im Programm auch. Ich habe das mal groß gemacht. Wenn wir das hier drumherum gesetzt haben, dann gehen wir auf Nachverfolgung. Und jetzt wird das Objekt so lange nachverfolgt, wie das System das erkennt. An solchen Stellen wird es immer kritisch. Deswegen sofort auf Stopp gehen. Und jetzt müssen wir gucken, wie das Programm PowerDirector diese Aufgabe löst. Das Programm hat es irgendwie nicht geschafft, das Objekt richtig zu verfolgen, also müssen wir auf jeden Fall manuell nachhelfen. Ich gebe zu, das war auch eine schwierige Herausforderung. Jetzt wird es schon besser. In dem Moment ist es aber sinnvoll. Wir gehen wieder ein bisschen zurück, um jetzt schon hier die Korrektur vorzunehmen, damit es dann einfach später flüssigere Bewegung gibt. Wieder alles sehr exakt machen. Hier links kann man ein bisschen was abschneiden. Wir gehen wieder auf Nachverfolgung und schon ist das Objekt der Begierde wieder im Blickpunkt. Das sieht doch ganz gut aus. Jetzt geht es um eine Rechtskurve. Mal schauen, ob das auch funktioniert. Ja, funktioniert, funktioniert. Das ist alles noch im Rahmen. Das passt. Wunderbar. Jetzt wird es etwas unsauber. Deswegen würde ich an dieser Stelle vorschlagen, einfach nochmal schon hier ein bisschen nachzubessern, um später flüssigere Bewegungen zu haben. Das passt soweit. Der Abstand verringert sich. Auch hier das Programm macht das alles mit. Es ist natürlich sehr groß gerade hier. Deswegen ziehen wir es etwas kleiner, das Rechteck, gehen wieder auf Nachverfolgen. Und immer wenn uns was stört, sofort die Stopptaste hier links drücken, wo meine Maus drauf ist. Man steht sozusagen Gewehr bei Fuß. Der Clip ist gleich zu Ende. Das schaut alles sehr gut aus. Wir warten es noch ab. Wunderbar, der Clip ist durch einmal und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, entweder einen Text hinzuzufügen, ein Bild, BIP-Objekt oder sogar ein Videoclip. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, Mosaiken, Scheinwerferlicht oder einen Unschärfeffekt hinzuzufügen. Ich erkläre alles drei. Fangen wir mit dem Text an. In dem Moment habe ich hier die Möglichkeit, einen Text einzugeben, was ich auch gleich tun werde. Wir nennen das alles mal Test. Ich kann die Farbe verändern. Machen wir mal etwas Kontrastreicheres. Dann noch Bold für Fett. Und hier mit den Anfassern habe ich die Möglichkeit, den Text, Entschuldigung, den Test, Text entsprechend größer zu ziehen. Oder auch natürlich an eine ganz andere Stelle ziehen, wenn ich Lust darauf habe. Aber ich möchte ja, dass dieser Effekt genau über dem Fahrzeug eintritt. Wir schauen uns das mal in der Vorschau an, gehen auf die Stopptaste, dann auf die Play-Taste. Jetzt wird auch der Ton dazu abgespielt und man sieht schon,
an dieser Stelle, okay, das hat nicht ganz so butterweich funktioniert. Entweder man bearbeitet es manuell nochmal nach oder akzeptiert das, was auch eben eine schwierige Situation für das Programm war. Ansonsten scheint es sehr gut zu funktionieren. Unser Schriftzug verfolgt das Auto wunderbar. Okay, das funktioniert ganz gut. Wir sind damit einverstanden, gehen auf OK. Und jetzt sehen wir hier, dass auf der Videospur ein neues Element hinzugefügt worden ist. Und das ist letztendlich genau dafür ausschlaggebend, dass hier dieser Schriftzug auftaucht. Das wird wie ein eigener Videoclip behandelt. Jetzt probieren wir den nächsten Effekt aus. Ich kopiere das einfach mal, um es einfacher zu machen. Einfügen, jetzt schieben wir es hier ein bisschen weg. Markieren wieder den Clip, Werkzeuge, Bewegungsverfolgung. Das ist immer das gleiche Prozedere. Wir nehmen wieder den Auswahlrahmen, ziehen es schön da drum rum. Je mehr Mühe wir uns hier am Anfang geben, desto leichter wird es. Starten wieder mit der Nachverfolgung und sind gespannt, was das Programm diesmal rendert. Auch hier gleicher Effekt. Wir wissen schon, was ungefähr passiert. Ich habe jetzt etwas früher geklickt schon mal, um es etwas smoother zu machen. Wir können natürlich auch wieder hier über die Leiste oder Punkt und Komma Bild für Bild zurückgehen. Also je genauer man das macht, umso schöner wird es danach natürlich. Okay, das soll jetzt erstmal reichen. Der Audi ist wieder im Mittelpunkt, wird sehr gut verfolgt. Die Rechtskurve, das dürfte jetzt auch alles kein Problem sein. Wir lassen es mal durchlaufen, sind aber natürlich jederzeit stopp. Okay. Kaum spreche ich es aus und das ist das Komische an dem Programm. Es ist die gleiche Szene und trotzdem hat es auf einmal nicht mehr funktioniert. Das heißt, man kann sich nicht darauf verlassen, sondern muss immer aufpassen, dass man hier den Anschluss nicht verliert. Auch hier lieber noch mal ein bisschen genauer nacharbeiten. Wieder Nachverfolgung. Das ist auch so eine Schwäche bei dem Werkzeug. Obwohl man die gleiche Szene hat, kann es sein, dass das Rechteck komplett aus dem Ruder läuft. Den Grund dafür kenne ich auch nicht. Okay, jetzt scheint es ganz gut zu funktionieren. Wir warten noch ab, bis der Clip zu Ende ist. Okay, das passt. Und jetzt gehen wir hier drauf. Und jetzt wird mir hier angeboten, einen Medienclip zu importieren. Entweder von der Festplatte aus dem Media Room oder aus dem BIP-Objektraum importieren. Festplatte ist klar, wir gehen mal in den Media Room, weil da habe ich ja schon einen Clip hinterlegt. Und der wird jetzt hier eingefügt. Den kann ich natürlich auch etwas größer ziehen, damit es dann besser zu sehen ist, was tatsächlich passiert. Machen wir das mal so. Wir machen noch einen Rand drumherum. Da könnte ich ja auch noch die Randfarbe anpassen. Ich könnte hier auch die Effektgröße noch anpassen. Brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Wir gehen auf OK und schauen uns das Ergebnis mal hier in der Vorschau an. Auch hier wird wieder auf einer neuen Videospur dieser importierte Videoclip draufgelegt. So, und jetzt sieht man quasi, hier habe ich ein Video und hier spielt das nächste Video ab. Also hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Okay, wir kopieren uns wieder diesen Clip und probieren jetzt diesen verpixelten letzten Effekt aus, was man sehr gut machen kann, um zum Beispiel Nummernschilder unkenntlich zu machen. Wieder den Clip markieren, Werkzeuge, Bewegungsverfolgung. Das gleiche Spiel wieder.
An dieser Stelle lasse ich einfach mal das Rechteck etwas größer, damit wir schauen können, wie das bei der Nachverfolgung dann wirkt. Auch hier gilt es immer, alles ausprobieren. War vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, aber hier läuft uns das Rechteck leider weg. Wir suchen uns wieder den Moment, wo es wegläuft. Gehen wieder auf Nachverfolgung. Es läuft uns nochmal aus dem Ruder. Ich glaube, jetzt ist es sinnvoller, die Rechtecksgröße etwas mehr anzupassen. Wichtig ist immer dieses Fadenkreuz, dass das an der richtigen Stelle ist. Und schon funktioniert es fast besser, aber auch hier hat das Programm irgendwelche Schwierigkeiten. Das ist mir jetzt hier deutlich zu groß. Weil das hat ja letztendlich auch Einfluss darauf, wie das Verpixelte nachher mitverfolgt wird. Und je genauer ich jetzt hier arbeite und gerade bei kleinen Nummernschildern ist es wirklich wichtig, dass man hier ein bisschen genauer arbeitet. So, jetzt scheint das Rechteck sich wieder gefangen zu haben, verfolgt den richtigen Audi und nicht irgendwo die Dünenlandschaft hier. Wir sind übrigens in Zandvoort auf der Rennstrecke in Holland. Das mal als Info so nebenbei. Ich persönlich glaube, dass das Rechteck jetzt deutlich zu groß geworden ist. Das hätten wir im Vorfeld anpassen müssen, aber wir lassen uns mal überraschen, wie der Effekt mit dem Verpixeln gleich aussieht. Das heißt, die Nachverfolgung ist abgeschlossen. Ich gehe hier auf FX und jetzt sehe ich hier dieses klassische Verpixelte, um ein Nummernschild zu verdecken. Wir schauen uns das jetzt mal in der Vorschau an, wie das funktioniert hat. Hier ist noch alles gut. Auch hier sage ich mal, okay, schwierige Situation. Das Nummernschild wird wieder mehr oder weniger verdeckt. Aufgrund unserer manuellen Nacharbeit hat es mehr oder weniger den Effekt erfüllt. Man würde das Nummernschild nicht erkennen. Hier an der Stelle müsste man jetzt nacharbeiten. Das heißt, auch hier kann ich wieder zurückgehen. An die Stelle gehen, wo es erstmalig auftritt und kann das hier einfach anpassen. Wir spielen den Clip weiter ab. Auch hier würde ich jetzt manuell noch mal ein bisschen das in die Mitte ziehen, wieder auf Play gehen und so passt das so ganz gut. Hier passt es gar nicht. Da habe ich mich eben etwas verklickt. Wir gehen mal wieder weiter zurück, wo es das erste Mal auftritt. Ja, wunderbar, das passt. Ich glaube, es ist deutlich geworden, was das Werkzeug Bewegungsverfolgung kann und was es nicht kann. Bei diesem Clip Bewegungsverfolgung, wo das Mosaik eingefügt wird, erscheint keine weitere Videospur, die hier belegt sind. Von daher nur, dass man hier die Unterschiede einfach mal sieht, wie diese Bewegungsverfolgung dann auf den Videospuren welche Auswirkungen hat. Das war schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch das Instrument, das Werkzeug gut zeigen. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Probiert es einfach mal aus. Ich bedanke mich für das freundliche Zuschauen. Wenn Fragen, Anregungen sind, bitte in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!